Es gibt tatsächlich kaum etwas Ärgerlicheres, als wenn du zu einem Kunden rausfährst und dein Kunde hat dich versetzt. Secrets of Sale, der Podcast von Uwe Bothe. Du möchtest der Liebling deiner Kunden werden? Dann lehn dich zurück und freu dich auf jede Menge Inspiration und Insights rund um die Themen Verkauf und Kommunikation. Das Schlimmste im Verkauf ist nicht, wenn dein Kunde Nein sagt, sondern wenn er vielleicht sagt und dann nicht mehr ans Telefon geht. Ich möchte heute einmal mit dir über die Themen Terminierung, also wieder Vorlage und Verabschiedung am Telefon sprechen. Denn so ein Verkaufsgespräch oder ein Beratungsgespräch am Telefon, das kann ja immer auf drei Arten zu Ende gehen. Entweder dein Kunde hat bei dir gekauft, Idealfall. Dein Kunde hat nicht gekauft, der hat ja auch final gesagt, es macht keinen Sinn, er möchte nicht nochmal kontaktiert werden. Oder drittens, dein Kunde und du, ihr habt eine Wiedervorlage vereinbart, beziehungsweise wenn du in der Terminierung tätig bist, wo du dann zum Kunden rausfährst, dann habt ihr einen Termin ausgemacht, wo du dein Produkt oder deine Dienstleistung vorstellen kannst. Und es gibt tatsächlich kaum etwas Ärgerlicheres, als wenn du zu einem Kunden, ja, im Zweifelsfall noch rausfährst, zu ihm nach Hause kommst oder ins Büro fährst und dein Kunde hat dich versetzt. Oder aber du rufst ihn noch mal an, ihr habt vereinbart, Wiedervorlage morgen Nachmittag, 17 Uhr beispielsweise, und dann geht dein Kunde nicht mehr ans Telefon. Und letzteres ist dafür verantwortlich, dass so sehr viele Menschen Telefonverkauf nicht mögen. Denn viele Menschen trauen sich nicht, Nein zu sagen. Und dann sagen sie zu dir, können wir vielleicht nochmal telefonieren oder ich muss meinen Partner fragen, meine Partnerin fragen, ich möchte gerne Nacht drüber schlafen, was auch immer es sein mag, dass dein Kunde dir gesagt hat, um dich charmant vielleicht an der Stelle loszuwerden. Es führt dazu, dass du mit deinem Kunden eine Wiedervorlage vereinbarst, du versuchst ihn dann erneut zu kontaktieren und der Kunde geht nicht mehr ans Telefon. Da du natürlich gewissenhaft bist, dein Versprechen auch einhältst, rufst du wahrscheinlich mehrmals an. Dein Kunde ist dann irgendwann davon genervt, trägt dich dann vielleicht sogar noch im schlimmsten Fall ein als Spam, weil du halt hartnäckig bist. Und das führt dazu, dass Kunden dann auf Dauer genervt sind. Sie hätten ja auch beim ersten Mal einfach sagen können, es passt nicht. Und das wäre auch okay gewesen. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass du, bevor du eine Wiedervorlage vereinbarst, bevor du einen Termin vereinbarst, klarstellst, wollen sie mich wirklich nochmal sprechen oder ist das jetzt hier ein charmantes Nein, wo sie mich vielleicht charmant loswerden wollen? So habe ich das bei meinen Kunden immer gemacht. Ich rufe sie gern nochmal an, aber eine Frage auf Augenhöhe, ist das ein charmantes Nein, dass sie mich jetzt loswerden wollen oder wollen sie sich wirklich überlegen? Und dann konnte ich ein bisschen besser einschätzen, ob mein Kunde tatsächlich nochmal angerufen werden möchte oder eben mich auch nur loswerden wollte. Und ich habe über die Jahre hinweg eine Formel entwickelt, mit der ich Termine vereinbare. Das klingt jetzt auf den ersten Moment, wenn du es gleich hörst, ein bisschen komplex. Aber ich verspreche dir, dass du, wenn du diese 30 Sekunden, so lange dauert das ungefähr, wie man diese Wiedervorlage vereinbart, wenn du diese 30 Sekunden investierst, werden deine Kunden auf jeden Fall sehr viel häufiger Termine einhalten, als wenn du es nicht tust. Und die Zeit, die du dann hinterher damit verbringst, deinen Kunden erneut zu erreichen und erreichst ihn nicht, die ist um ein viel, viel, vielfaches höher. Deswegen nutze diese 30 Sekunden wirklich, investiere das in jeden Call, wo dir ein Kunde sagt, er möchte gerne nochmal angerufen werden oder wo ihr einen Termin vereinbart. Wenn du jetzt im Außendienst tätig bist, kannst du das genauso nutzen. Da hat sich meine Termintreue tatsächlich drastisch erhöht. Und der erste Punkt, den ich dir in dieser 5-Punkte-Formel einmal vorstellen möchte, das ist, biete deine Wiedervorlage nicht aktiv an. Wie meine ich das? Wenn sich dein Gespräch so ein bisschen im Kreis dreht, ja, dann bist du vielleicht irgendwann mal so kurz davor zu sagen, okay, vielleicht rufe ich den Kunden lieber nochmal an. Das ist die Entscheidung vertagt und das ist nicht so, ja, ich sag mal, optimal. Und wenn du dann sagst, lieber Kunde, soll ich Sie dann morgen vielleicht nochmal anrufen? Möchten Sie nochmal eine Nacht drüber schlafen? Oder möchten Sie sich vielleicht mit Ihrem Partner besprechen? Dann gibst du dem Kunden natürlich einen Grund, dass jetzt aus dem Gespräch gehen kann und ja, öffnest natürlich Tür und Tor. Und wenn dein Kunde dich charmant
jemand loswerden möchte, dann wird er an der Stelle sagen, ja bitte, rufen Sie mich nochmal an. Und das ist natürlich Game Over, hast das Gespräch gekillt. Deswegen biete die Wiedervorlage niemals aktiv an. Was du viel besser machen kannst, ist, du kannst deinen Kunden fragen, wie verbleiben wir denn jetzt? Und diesen Spruch, den habe ich mir tatsächlich bei Paul Panzer mal irgendwann vor vielen, vielen Jahren geklaut. Da war ich im Auto unterwegs gesessen und der hat so Telefonstreiche gemacht. Und immer wenn der Kunde aus dem Gespräch wollte, hat er den Kunden gefragt, wie verbleiben wir denn jetzt? Und das hat dazu geführt, dass der Kunde kurz darüber nachgedacht hat, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Und dann hat der Kunde einen Vorschlag gemacht. Und genau das kannst du auch machen. Du fragst deinen Kunden, wie verbleiben wir denn jetzt? Oder wie wollen wir jetzt verbleiben, Frau Müller, Frau Meier, Frau Schulze? Und dann lehnst du dich zurück und hältst das auch aus, wenn es ein bisschen dauert. Wenn es eine Minute, wird nicht so lange dauern, aber so 10, 20 Sekunden kann das manchmal gehen, dass ein Kunde kurz darüber nachdenkt, wie soll es denn jetzt eigentlich weitergehen? Was möchte ich denn jetzt eigentlich? Und dann kann es passieren, dass dein Kunde sagt, okay, können wir nochmal telefonieren oder ich möchte mir das nochmal überlegen oder was auch immer. Oder er sagt, und das passiert auch ab und an, weißt du was, komm, lass fertig machen, hast recht, ist ein gutes Angebot, let's go. Das passiert mir immer wieder, wenn ich sage, okay, wie verbleiben wir denn jetzt? Und dann halte ich nur meinen Mund. Ich mache dann nichts mehr. Einfach Klappe halten, zuhören, fertig. Und dann lass deinen Kunden entscheiden. Und wenn er sagt, alles klar, können wir nochmal telefonieren, dann kannst du sagen, Punkt 2, ja, das können wir sehr gerne machen. Passt es so in einer halben Stunde, Stunde. Und wenn du dir jetzt sagst, ey, ich kann doch nicht so dreist sein und fragen, ob ich jetzt eine halbe Stunde oder eine Stunde nochmal anrufen soll. Doch, das kannst du. Wenn du das freundlich sagst, sagst du, ja klar, das können wir natürlich machen. Passt es so eine halbe Stunde, Stunde? Und dann wirst du dich wundern, wie viele Kunden auf einmal sagen, ja, passt in der Stunde. Oder sagen, nee, passt erst in zwei Stunden oder passt erst heute Abend. Aber was dann auf jeden Fall klar ist, ist nicht nächste oder übernächste Woche oder nächsten Monat, sondern du willst die Entscheidung zeitnah herbeiführen. Oftmals sagen Kunden an der Stelle bei mir dann, ach so, ich soll mich heute noch entscheiden. Und dann kann ich sagen, naja, am liebsten schon. Wir haben ja darüber gesprochen, das, und dann wiederhole ich nochmal ganz kurz in eigenen Worten, aber wirklich nur in Kurzform, was besprochen wurde. Und dann sagst du deinem Kunden, wenn sie jetzt einfach drüber nachdenken wollen, dass sie jetzt nichts überrumpeln wollen oder überstürzen wollen, dann können sie sich ja in einer Stunde mit ihrem Partner noch besprechen. Und wenn das okay für sie ist, dann melde ich mich gerne nachher nochmal. So. Und dann, wenn ein Kunde wirklich Interesse hat und einfach nur vielleicht nochmal eine Rückfrage stellen möchte oder sich tatsächlich einmal ganz kurz besprechen möchte, dann lasse ich meinen Kunden einmal ganz kurz aufschreiben, wie die Eckpunkte sind, damit er seinem Partner, seiner Partnerin das auch ordentlich erklären kann, was wir besprochen haben. Und dann vereinbare ich in einer Stunde oder anderthalb Stunden meinetwegen nochmal einen Rückruf. Und probier es aus, ich sag's dir. Es machen tatsächlich einige Kunden oder sie sagen dann, nein, mir passt es vielleicht morgen besser. Und da sind wir bei Punkt 3. Lege deine Termine oder wieder Vorlagen maximal in einer Zeit von 24 bis 48 Stunden. Oder im Ausnahmefall, wenn zum Beispiel das Wochenende dazwischen ist, innerhalb von 72 Stunden. Warum ist das so sehr wichtig? Alles, was nach 72 Stunden ist, kühlt ab. Je länger das ist, bis du deinen Kunden wieder kontaktierst, umso kälter ist das. Ich habe früher, wenn ich Außendiensttermine gemacht habe und da sind die manchmal dann eine Woche später erst oder vielleicht auch mal in zwei Wochen oder wenn ich jetzt mal mit einem Großkunden, mit einem DAX-Konzern verhandle, dann kann das durchaus mal sein, dass sich das über ein paar Monate hinwegzieht. Aber was ich dann mache ist, ich melde mich regelmäßig, jetzt nicht alle 72 Stunden, aber wirklich ab und an mal oder wenn es jetzt in der Woche ist, dann halte ich den Kunden auch nochmal bei Laune oder erinnere ihn an mich, damit er weiß, alles klar, da ist ja noch etwas. Weil wenn du das nicht tust, nach 72 Stunden, 1% ungefähr ist es noch im Gedächtnis des Kunden. Je nachdem, was du verkaufst, je nachdem, ob der Kunde aktiv auf dich zukam oder du auf ihn aktiv zugegangen bist mit einem Produkt, was er vielleicht vorher noch nicht kannte, mach es tatsächlich so zeitnah wie möglich. Das ist der beste Rat, den ich dir da geben kann. Nochmal, je länger es hin ist, umso kälter ist es. Wenn dein Kunde zu dir sagt, können Sie mich nächsten Monat nochmal anrufen, einfach so lapidar und du sagst dann, ja, das mache ich, kannst du vergessen. In den allermeisten Fällen taugt das nichts. Punkt 4, und da sind wir beim Thema Verbindlichkeit. Mach mit deinem Kunden eine verbindliche Zeit aus. Das klingt eigentlich logisch,
aber ich höre das so häufig, dass Kunden, Berater oder Verkäuferinnen, Verkäufer am Telefon zum Kunden sagen, okay, dann melde ich mich morgen nochmal irgendwie so um die gleiche Zeit. Passt das? So, das wäre dann schon gut. Manche sagen, ich melde mich dann nochmal irgendwann. Das kannst du dir schenken, komplett. Mach mit deinem Kunden eine verbindliche Zeit aus. Wann passt es Ihnen morgen am besten? Dann sagt dein Kunde, ja, so 16:30 wäre gut. Dann sage ich, gut, kommen Sie gerade von der Arbeit, ansonsten machen wir nämlich 17 Uhr, dann haben Sie noch in Ruhe Zeit, falls vielleicht mal auch Stau ist oder so, dass Sie nicht in Hektik kommen. Wie möchten Sie das? Und wenn dein Kunde dann sagt, ja, 17 Uhr passt, dann sagst du auf einer Skala von 1 bis 10, wie wahrscheinlich ist es, dass Sie morgen dran gehen? So ein bisschen spaßig, so ein bisschen mit, also nicht jetzt so griesgrimmig und sagen, wie wahrscheinlich ist, dass ich sie morgen erreiche. Nein, das musst du ein bisschen sensibel machen, damit du den einfach so ein bisschen aus der Reserve lockst. Und dann, wenn dann dein Kunde dann so sagt, ja, auf einer Skala von 1 bis 10 so eine 7, dann sage ich manchmal, ah, eine 8 wäre schon besser, passt eine andere Uhrzeit besser, wo ich sie dann tatsächlich auch erreichen kann. Weil das ist so, lieber Kunde, wenn ich sie morgen nicht erreiche um 17 Uhr, ich verspreche Ihnen ja, dass ich Sie anrufe. Das heißt, wenn ich Sie nicht erreiche um 17 Uhr, dann rufe ich wieder an. Und wenn ich Sie dann wieder nicht erreiche, dann probiere ich es halt ein paar Mal und das kann nerven. Deswegen ist es natürlich schön, wenn wir beide uns auf eine Uhrzeit einigen, wo es bei Ihnen wirklich entspannt ist, wo es passt. Gucken Sie vielleicht nochmal in Ihren Terminkalender rein, ob da vielleicht doch noch irgendwas ist. Und dann tragen Sie bitte diesen Call, den wir dann vereinbaren morgen, gerne auch nach unserem Gespräch in Ihren Kalender ein, damit Sie erinnert werden am Handy. Und der fünfte Punkt, das ist dann das gegenseitige Versprechen. Ich habe es gerade schon mehrfach so ein bisschen durchklingen lassen. Ich sage meinem Kunden tatsächlich, Frau Müller, ich verspreche Ihnen, ich rufe Sie morgen dann auch um 17 Uhr an. Bitte versprechen Sie mir auch, dass Sie dann drangehen. So, das klingt jetzt, wie gesagt, ein bisschen komplex. Ich mache es dir gleich nochmal vor in Reihe, damit du siehst, das ist eigentlich wirklich eine Sache von, ja, 20, maximal 30 Sekunden und dann hast du eine Wiedervorlage, die vermutlich sehr, sehr erfolgreich ist. Bei mir hat sich meine Teilnahmequote an Terminen drastisch erhöht bei unserem Vertrieb. Wir haben das genauso drin, dass wir auch unsere Kunden so fragen, ob das tatsächlich dann so ist, ob sie erreichbar sind und so weiter. Selbst wenn du bei uns online einen Termin buchst, fragen wir das ab. Und mit dem Resultat, es finden fast alle Termine statt. Und das kann ich dir nur empfehlen. So, ich mache dir jetzt einmal vor, wie es klingt, wenn man das dann so in Reihe sagt. Ich blende es dir ein, dass du es mitlesen kannst. Lieber Kunde, wie wollen wir denn verbleiben? Ja, ich will mir das nochmal gerne überlegen. Können Sie mich denn nochmal anrufen? Ja klar, gerne. Halbe Stunde, Stunde. Ach so, ich soll mir das heute schon überlegen. Also heute passt es mir nicht so gut. Okay, wann passt es Ihnen denn morgen? Wenn es ein Wochenende ist, dann legst du auf Montag. Ja, morgen passt etwa so 18:30. Okay, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit auf einer Skala von 1 bis 10, dass ich morgen auch um 18:30 erreiche? Ja, so eine 7 etwa. Also eine 8 oder 9 bräuchte ich schon. Oder soll ich lieber um 19 Uhr anrufen? Passt da vielleicht sicherer? Ja, dann kann ich in Ruhe nach Hause kommen, in Ruhe nochmal was essen, Schuhe ausziehen und so weiter. Sehr schön, dann verspreche ich Ihnen, dass ich mich morgen um 19 Uhr wieder bei Ihnen melde. Versprechen Sie mir bitte auch, dass Sie drangehen. Okay? So, und das war's schon. Manchmal entsteht auch eine Diskussion und nochmal, manchmal ist es auch so, dass Kunden an der Stelle dann drehen. Und ich kriege immer wieder auch das Feedback von Teilnehmern von mir, die dann sagen, Uwe, ich habe den Kunden gefragt, wie wollen wir denn hier heute verbleiben? Und dann sagt der Kunde, ach weißt du was, ich nehme es doch oder mach mir doch mal ein Angebot. Ja, also das kann auch an der Stelle passieren, wenn du deinem Kunden an dieser Stelle auch die Zeit gibst zu überlegen. Also wenn du fragst, wie wollen wir verbleiben, dann lehn dich zurück und gib deinem Kunden auch kurz die Zeit, damit er überlegen kann, wie es weitergehen soll. Unterbrichst du ihn da, machst die Frage kaputt. Bis bald, dein Uwe. Das war Secrets of Sale, der Podcast von Uwe Bothe. Wenn dir diese Sendung gefallen hat, dann folge und bewerte uns sehr gerne. Vielen Dank.